Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf meinem Channel, ein neues Video. Wie ihr seht, ist es Minecraft. Und zwar immer, wenn es irgendwie so keine Updates gibt oder so, mache ich mal ein Minecraft-Video zwischendurch. Hab schon eine neue Welt gemacht und die werde ich jetzt auch mal betreten. Seht ihr, wann ich die gemacht habe. Gerade eben gemacht, so 15 Minuten wollte ich aufnehmen, ein bisschen was. Oh, Schafe, sehr schön. Sind aber, glaube ich, nur 4 Stück. Was haben wir noch? Was ist das? Sieht aus wie ein Dorf. Habe ich hier schon ein Dorf gefunden? Oh, genau, am Spawn neben dem Dorf. Gucken, was es da so gibt. Jedenfalls, ich habe ja jetzt 50 Abonnenten. Jetzt müsste ich das Ganze ein bisschen professioneller mal... Oh, Weizenkörner. Gestalten. Und zwar werde ich jetzt... Immer wenn es so Updates, Neuigkeiten gibt, die das jeweilige Spiel weiterspielen, ihr habt ja schon gemerkt, auf meinem Kanal gibt es jede Menge Crafting Games. Und hier wieder Minecraft im altbekannten Spider-Man-Style. Und wir werden, also ich, wie gesagt, ich werde da ab und zu mal eine Folge von hochladen. Sehr schöne Karotten. Pflanzen wir gleich nach. Weizen, ja, ne, ich will erstmal hier gucken, was es noch so gibt. Jedenfalls immer mal so eine Folge Minecraft plus die anderen Sachen. Weil ich spiele ja das, worauf ich dann dementsprechend Lust habe. Obwohl es auch neue Sachen gibt, zum Beispiel bei Reign of Kings gab es jetzt was Neues. Aber da gibt es die Woche nochmal einen Server-Vibe, das heißt alles, was man bis dato gemacht hat, ist eh weg. Und wie ihr seht, habe ich ein neues Modpack und also ein Modpack, das Texturenpaket und eine Mod, und zwar hier für Schatten, Shadows Mod. Habe ich mal also runtergeladen. Welchen baue ich jetzt zuerst ab, entscheide ich mal. Um das Ganze hier ein bisschen schöner, schicker zu gestalten, damit mir das Spiel ein bisschen mehr gefällt. Aber ich komme irgendwie, also es ist immer wieder so, dass ich wirklich ab und zu mal noch Minecraft spiele, mal mehr, mal weniger. Aber nicht halt lange, weil die anderen Spiele interessieren mich halt auch und ich bin da, wie ihr vielleicht schon auf meinem Kanal gemerkt habt, immer zwischen sehr vielen Spielen hin und her gerissen. Oh, Lava, das ist ja sehr schön. Ja, die reichen erstmal. Ich will erstmal kurz eine Hacke bauen und eine Schaufel. So. Dann machen wir uns Sand, würde ich sagen. Sand. Wir bauen uns eine kleine Pyramide. Und jedenfalls will ich jetzt erstmal ein bisschen Sand abbauen. Und jedenfalls ist es halt so, dass ich wirklich dann diverse Sachen komplett mal ab und zu gar nicht mehr spiele. Dann spiele ich mal wieder was, wo es mal wieder was Neues von gibt, wie jetzt zum Beispiel Stand Deep. Mal gucken. Uploadplan gibt es bei mir nicht. Es ist immer so, dass ihr dann einfach mal reingucken müsst, was Neues hochgeladen ist. Ich werde dann auch versuchen, irgendwie Tipps und Tricks so ein bisschen was zu geben. Wie bei Minecraft oder bei Stranded Deep oder sowas. Das wird sich halt ergeben. Wie ich gerade Lust und Launig bin, weil das ist für mich hier ein Hobby und nicht Zwang oder Beruf. Also von daher. Und da ist die Schaufel schon kaputt. Ich glaube, ich müsste mal ein bisschen Bruchstein abbauen. Oder mehr Schaufeln. Das ist jetzt relativ so. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, wie viel ich brauche. Also ich brauche eine Menge, um mir erstmal ein kleines Häuschen zu bauen, bevor die Nacht anbricht. Und am besten hier gleich neben der Lava, weil ich glaube, das spawnt nichts. Weiß ich aber jetzt auch nicht mehr ganz genau. Dann bauen wir da drüben... In diesem Bereich da drüben bauen wir unser Feld an. Dafür brauche ich aber erst Eimer und dann muss ich dann sowieso noch eine Stelle suchen zum Buddeln. Mal gucken. Also ich hatte ja schon mal Minecraft angefangen, aber das Problem war in der Sache, erstens sah es nicht so schön aus. Zweitens hatte ich das Problem, dass ich ein Netherportal gebaut hatte. Und dieses Netherportal hat mich immer wieder an eine Schleife geführt, wo ich dann ganz woanders rausgekommen bin. Das war eigentlich alles Mist. Da habe ich gedacht, komm. Lass es erstmal. Und dann habe ich halt die ganzen Mods dafür gefunden. Habe ich gedacht, komm,
versuch's nochmal. Vielleicht wird es ja in einem anderen Bereich komplett anders. Weiß es nicht. Bei jedem Neustart wird das Spiel komplett anders. Und das ist das Schöne daran. Und ich mag ja so Crafting Games. Dass man wirklich so aus dem Nichts raus Sachen bauen kann und so. Finde ich toll. Und vor allen Dingen ist es ja auch pädagogisch wertvoll, wenn man merkt, dass man, bevor man etwas bauen kann, man etwas anderes braucht, um das zu bauen. So, und jetzt werden wir hier, die Nacht bricht fast an. Ich brauche noch Holz, ich brauche noch eine Holzaxt, ganz schnell dann noch. Und wie gesagt, ich mache jetzt so 15 Minuten, baue ein bisschen was hin und dann irgendwann die Tage geht's weiter und das werde ich so auch fortführen. Außer es beschwert sich jemand und sagt, ich hätte aber gern mehr Minecraft gesehen als den anderen Mist oder mehr Reign of Kings oder sowas, dann werde ich gucken, wie ich das einrichten kann. Und dann, ja, mal sehen. Es kommt ja auch noch jede Menge neue Sachen an Crafting Games raus, was ich so vorstellen kann und was ich dann vielleicht auch noch längere Zeit spiele, wo es mehr Folgen gibt. Jetzt gab es ja hier dieses Tree of Life, aber das Problem ist an der Sache, das ist eigentlich nur, weiß nicht, da sind noch nicht so interessante Sachen dabei, wo man wirklich sagt, okay, längere Zeit. Das Problem ist halt an der Sache, es ist nun mal ein Crafting-Game und skill-betont, sehr skill-betont, wo man wirklich sagen muss, ohne Skill-Level geht da gar nichts. Und ich hatte mit dem Falli, das werde ich aber die Woche auch nochmal ein Video zu machen, jetzt noch mal eine neue Base gegründet oder eine eigene Gilde. Der Falli hat da eine eigene Gilde gemacht. Und wir werden dann mal gucken, wie wir das Ganze dann aufbauen. So, jetzt habe ich hier eine schöne Fläche gemacht. Wir werden mal gucken. Ich habe Fall, na, nicht ganz. Bauen jetzt hier mal Sandsteine. Jede Menge Sandsteine. Na, verdammt, wenn ich Maus das gedrückt hätte, passiert nichts. So, und dann werden wir daraus mal gucken, ob wir eine Hütte bauen können. Aber ich glaube, das reicht noch nicht. Ist noch ein bisschen zu wenig Sand, aber mal gucken. 64, ich werde trotzdem mal gucken, ob wir hier schon mal was hinbauen können. So eine Art Pyramide und eine Holztür. So. Dann bauen wir unser Grundgerüst. Wir sagen, ab hier. So, und dann brauche ich sowieso noch Bruchstein. Ich brauche nämlich noch dann was zu essen. Das ist ganz wichtig. Und das geht nur mit einem Ofen. Das wird jetzt aber keine Pyramidenform. Wie viel habe ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Und hier haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, kommt hier die Tür rein. War hier so lang, ja. So. Ah ja, jetzt geht's los. Ich hätte eigentlich eine Hacke gebraucht. So, und jetzt müssen wir hier einsetzen als Eckpfeiler und dann ziehen wir den ganzen Scheiß hier lang. So. Das war einer zu viel. Es wird schon Nacht, das gefällt mir gar nicht. Ich wollte eigentlich schon längst fertig sein mit dem Bauen hier. Aber naja. Und es reicht nicht vom Sandstein her, es war mir doch klar. Ich glaube, ich muss dann erstmal Zuflucht suchen bei den da in Dings oder hoffen, dass sie nicht zu viel spawnt, währenddessen ich noch Sand abbaue. Und ich glaube, wir bauen jetzt erstmal eine Hacke noch schnell. Schnell, 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 das wird nix. Und, buddeln uns mal etwas tiefer. Und zwar, würde ich sagen, hier. Hoffentlich ist da jetzt nicht so viel Sand. Ach, da unten ist das schon. Da ist der Sandstein. Können wir da den nehmen? Mensch.
Das ist nur jetzt schlecht, dass der Mist nachrutscht. Und hier ist Bruchstein. Den kann ich auch gebrauchen. Nur jetzt muss ich gucken, ob ich hier auch irgendwie dann wieder rauskomme. Nicht, dass wir uns denn hier so schlecht einbauen. Ich glaube, die Pyramide kriege ich nicht fertig. Oh, jetzt rutscht der ganze Mist nach. Das gibt's doch nicht. Und das Wichtigste habe ich natürlich vergessen. Na, komm. Fackeln zu bauen. Hier klingt es verdammt nach Lava. Ich glaube, ich gehe mal ganz kurz wieder hoch und guck mal. Der Mond steht schon oben. Okay, aber nirgendwo. Ach, da hinten ist ein Enderman. Da hinten steht er, seht ihr den? Und da ist ein Creeper. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Kurz überlegen. Das Ding abbauen. Man sollte den Dorfbewohnern zum Beispiel nie die Fackeln klauen. Da ist auch ein Enderman. Da hinten steht ein Zombie. Ist auch sehr schön hier. So, bauen wir erstmal schnell einen Ofen. Habe ich noch genug? Nein, ich habe kein Holz mehr. Erstmal einen Ofen bauen und dann eine Hacke geht nicht mehr. Okay, ja. Pech gehabt. Ofen kommt erstmal hier mit rein. Ich brauche noch Holz. Schnell Holz. Ich höre was, was du nicht hörst. Ah, oh, Vieh, ey. Musst du mich so erschrecken? Geh doch sterben. Geh sterben. Bitte stirb. Boah, ey. Diese Mini-Zombies. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Ich mag dich nicht. Geh weg. Geh doch. Boah. Vor allen Dingen, da oben steht immer noch ein Enderman. Ich hasse auch Endermänner. Und ich hasse irgendwas, was da hinter mir schon wieder ist. Boah, ja. Ich glaube, ich sollte mich die Nacht über im Dorf verstecken. Und ganz schnell hier fertig bauen. Komm, bau schneller. So, stopp mal. Stein, 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 Stein. Ich brauche mehr Stein, um mir eine Axt zu bauen. Ist da was? Nee. Boah, ich krieg hier mal Angst. Ja, auch Spider-Man hat Angst. Hui. So, das müsste aber jetzt reichen für ein... wie viel habe ich denn? Nein, das reicht nicht. Was war das? Hm. Jetzt reicht's. Uah, ich hasse es, in der Nacht hier rumzubuddeln, das ist echt eklig. Vor allen Dingen bei diesem Sand. Das klingt, als ob da irgendwas ist, aber es ist ja gar nichts, weil ich das selber bin. So, jetzt erstmal Holz, ein da rein, so egal. Jetzt eine Hacke. Einmal so und einmal so. Steinhacke und eine Steinaxt noch schnell, dass wir hier mal ein bisschen was haben zum Bauen. Boah, Angst. Die Angst fährt mit schon wieder. Geh weg, geh weg. Geh weg, stirb. Dass die immer so aggressiv sein müssen. So, noch ein Baum, schnell, schnell, schnell. Ich habe auch, glaube ich, nichts mehr zu essen. Hier ist noch Wasser, okay. Sehr schön. Wenn wir Eisen finden, können wir das gleich benutzen, um hier unsere Felder dann anzulegen. Ich muss nur immer die Ohren offen halten, dass sich hier nicht irgendwo irgendwas von hinten ranschleicht und mich hinterrücks erdolcht. So, jetzt gehen wir nochmal da runter. Da ist er schon wieder. Das gibt's ja nicht, ey. Komm, Junge. Komm mit. Komm einfach mit. Boah, hier ist schön hell. Komm, fall da rein. Und geh kaputt. Das gibt's ja nicht. Er fällt da nicht rein. Da. Müssen wir ihn halt dazu bringen, dass er da rein will.
Creeper. Kreaturen der Nacht. So. Oh ja. Jetzt rutscht der ganze Mist schon wieder nach. Kann man aber auch nicht in Ruhe vernünftig buddeln. Ohne dass einem der Scheiß auf dem Dach aufs Dach fällt. So, mal gucken. 26 Sandstein, ob ich jetzt hier ein paar Fackeln bauen kann. Steht schon wieder ein Zombie. Wie habe ich denn? Warum habe ich nur dreimal Holz? Was ist denn das für ein Dreck? Ah, hoffentlich reicht das. Bauen wir uns mal kurz ein paar Fackeln. Sollten wir auch nicht lange fackeln? Ein paar, ich glaube 4 Stück. Ja, 4 Stück. Toll. Aber ist ja schon mal heller. So, die nehme ich jetzt mit nach unten. Aua. Und platziere mir hier erstmal eine, damit ich hier noch ein bisschen buddeln kann. Ich glaube, ich sollte mehr nach da, weil da ist die Lava und wenn ich dann da. Das wird nicht, das kommt nicht gut, nee, nee, nee. Ah, schöner wäre es, wenn ich hier schon Kohle finden würde. Eigentlich habe ich immer so das Glück bei diesem Spiel, dass ich irgendwo gebuddelt habe und hatte dann. Ha! Guck mal. Wenn man vom Teufel spricht. Und ich wollte eigentlich gerade sagen, eigentlich hatte ich bei diesem Spiel immer so das Glück, dass ich irgendwo gebuddelt habe und dann bin ich direkt auf irgendwelche Vorkommen gestoßen. Wie zum Beispiel hier. Jede Menge Kohle. Und jetzt habe ich mir, glaube ich, den Weg nach oben aus Versehen weggebuddelt. Aber ist nicht schlimm. Boah, jede Menge Kohle. Richtig viel Kohle. Könnten wir eigentlich hier nochmal eine Fackel hinsetzen, damit wir auch ein bisschen was sehen, was wir überhaupt machen. Und dann buddeln wir mal weiter. So, und dann würde ich sagen, ich beende die Folge auch gleich mal. Das erste neue Let's Play zum Thema Minecraft. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mal um unsere Pyramide kümmern. Dass die fertig wird, würde ich sagen. So. Wo ging sie jetzt raus? Da, glaube ich, ja, hier. Da ging es raus. Ich höre schon wieder irgendwelche Geräusche. Ich glaube eine Spinne oder sowas. Aber es wird ja Gott sei Dank auch Tag. Ah, hier. Okay, ja toll. Hier, Itzy Bitsy Spider, geh weg. Uah. Hatte ich jetzt eigentlich außer Karotten noch was zu essen dabei? Ich glaube, ich glaube, das kann ich mir jetzt sparen. Ich habe jetzt Kohle. Puh, ich habe nichts zu essen dabei. Was mache ich denn jetzt? Verdammt. Karnickel. Kaninchen. Komm her. Hoffentlich haben die jetzt was. Ja, okay. Ich habe was zu essen. Und dann würde ich sagen, damit beende ich dann erstmal diese Folge. Da steht ein Skelett in Flammen. Es ist ja schön, dass es für mich in Flammen steht. Muss ja auch mal sein. Vor allen Dingen in meinem Haus. Mach dich da raus, du Vieh. Meine Güte, das gibt's da nicht. So, aber ich glaube, ich baue mal kurz den Rest hier noch. Da, komm, das machen wir noch. Ich habe ja noch ein bisschen was an Sandstein. Hoffentlich kriege ich da auch ein paar Treppen raus, damit es wirklich aussieht wie eine Pyramide. Den Eingang da muss ich doch so setzen. Ja, und dann hier schon mal die Tür davor. Sandy. Kann ich den ganzen Mist dann hier rumziehen und dann passt das schon. So. Wird halt keine Stufenpyramide, wird eine ganz normale.
Ist eine Stufenpyramide, ist da eigentlich? Na, ist egal. So, dann brauche ich hier vorne aber nochmal einen. Stopp. Ich glaube, ich lasse doch noch ein bisschen die Aufnahme noch ein bisschen laufen. Noch ein bisschen. Aber nicht mehr lange. So, und zwar mindestens so, dass wir hier noch ein bisschen Sand abbauen können. Und den Karnickel braten. Weil ich verhungere nämlich gleich. Ja, das wird echt eng. Jetzt nehme ich scheiße. Scheißegal, jetzt nehme ich die Holzkohle. Brat mir das Kaninchen. Es wird nicht viel bei rumkommen, glaube ich, was das an Essen ist. Aber wenigstens wird er ein bisschen überlebt. Ach, verdammt. Wusste ich es doch. Bringt nicht viel, aber egal. Aber ein Schaf wollte ich nicht platt machen. Ich glaube, wo. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo noch Schweine sind. Na, Schweine sind ja am besten. Wir begeben uns mal ganz kurz nochmal auf die Jagd. Ich lasse das jetzt doch mal ein bisschen länger laufen. Wo ist die Axt? So, tut mir leid. So, da hinten ist noch eins. Ich kann es nicht ändern, aber die Schafe brauche ich noch. Dich nicht. Wie sind denn das? 1, 2, 3, 4. Sind leider nur 4 Schafe hier. Und die wollte ich eigentlich alle behalten. Deswegen Kaninchen. Ah, Schweine. Schweine! Warte mal, ich habe doch hier Karotten. So, macht ihr zweimal. Und da ist ein Babyschwein entstanden, das ist sehr schön. Dann kann ich mir eins von denen zum Frühstück. So. Normalerweise könnte ich eigentlich direkt einen Zaun bauen. Aber ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Weil die haben ja da Weizen stehen. Ich könnte ja ein bisschen was davon klauen. Und mir schon mal was machen an Feldzeugs, oder wenigstens was zu essen. Eine Angel könnte ich mir dann auch noch bauen. Ja, mal gucken. Was können wir denn alles bauen? Eine Angel geht nicht. Dafür habe ich nicht genügend Dingens. Aber das geht. Ah, Holz brauche ich noch. Nämlich die Kohle. Ist egal, was ich dafür benutze. So, das kann hier erstmal ein bisschen weiter grillen. Derzeit werden wir mal mit der Schaufel ja noch ein bisschen was abbauen. Würde ich sagen. Und zwar weiter da hinten. Sand geht schneller abzubauen als Sandstein. Und dann werde ich die Folge halt auch ein bisschen länger machen als 15 Minuten, aber wenigstens das dann schon mal fertig. Ich bin kein Freund davon, immer so Sachen halb fertig da stehen zu lassen und dann nicht nochmal oder irgendwie so. Da hinten gibt es noch Kies. Ich habe auch noch nicht geguckt, was die Dorfbewohner so großartiges tauschen. Boah, das geht aber schnell. Ich buddel mich hier fröhlich durch die Wüste. Auch nicht so nah am Kaktus. Weil wenn man da hängen bleibt, das macht ein bisschen Aua. Oh, das Schweinchen hat, glaube ich, nur ein so ein Ding gegeben. Das ist auch ein bisschen wenig. Naja, wir werden aber, wir haben jetzt hier erstmal die Grundlagen für die ganzen Sachen. Zwecks Wasser, Lava, Schweinchen, Hühner, glaube ich, irgendwo habe ich bestimmt auch noch welche gehört. Dann haben wir hier Schafe und sowas alles. Kaninchen hüpfen mir auch genug rum. Also hier ist auf jeden Fall schon mal die Grundlage für den Anfang des Spiels gegeben und der Rest ergibt sich. Wie habe ich 64? 64, 64 wollte ich schon machen. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen was da an der Pyramide dran rumbauen und dann ein paar Fackeln noch hinstellen.
Bisschen hier durchbuddeln. Da hinten gibt es Zuckerrohr. Ich wäre wahnsinnig. Hier ist alles da. Mensch. Sogar noch ein bisschen Gras. Zuckerrohr ist wichtig, wenn man dann Kürbisse findet. Kann man Kürbiskuchen draus bauen. Das gibt auch wieder was zu essen. Dann habe ich mir mal. Ich habe ja auch Minecraft für PlayStation 4. Das spiele ich aber nur mit meiner Frau. Und nur an diversen Samstagen, wenn unser Sohn nicht da ist. Aber da habe ich mir mal so ein Schneegolem gebaut. Das finde ich auch sehr schön gemacht. Aber die Blocken, glaube ich, nur die sind nicht großartig für was da. Aber das sieht schon lustig aus. Also es gibt wirklich schon so Sachen, die ich hier noch nicht wirklich viel gesehen hatte in so einigen Let's Plays. Und die werden wir hier noch ein bisschen machen. Auf jeden Fall. So, wie viel habe ich denn jetzt? 64 Finger. Das war ein bisschen zu viel. Aber egal. So, mal gucken, wie weit das Essen ist. Schön am Lavafluss das Haus gebaut. Gefällt mir. Wird sicher etwas Tolles. So, jetzt sind wir ja schon mal ein bisschen voller. Und jetzt bauen wir noch ein paar Sandblöckchen und dann mache ich wirklich Ende der Folge. Verdammte Axt, warum kann man denn das nicht gedrückt halten? Muss ich wirklich die Dinger selber. Nee, geht nirgendwo. Muss ich wirklich alle so machen. So, 64 Blöcke. Mal gucken, wie weit wir damit kommen nochmal. Und zwar brauche ich hier noch einen drüber und da noch einen. Und da noch einen. So. So. Ja klar. Fall runter. Und dann werden wir gucken, ob ich daraus Treppen bauen kann. Weil wenn ich daraus Treppen bauen kann, dann kann ich das ja dann nochmal von ein bisschen wirklich stufiger machen. Also nicht nur so sparsam, sondern richtig. Hier. Little. Tülü. Nein, das war einer zu viel. Verdammt. So. So. Und dann brauche ich als erstes die Schafe, weil ich brauche dann ein Bett. Oh, das geht sogar auf. Mensch, ungewollt, aber es geht auf. Ha, das ist nämlich mal echt gut geplant. Wo oh, hatten wir noch irgendwo einen? Nee, ne? Doch, da, den hier. So. Und fertig ist die Pyramide. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt Holzbohnen reinmache oder nicht. Mal gucken. So, jetzt brauche ich die. Und dann noch die. Machen wir noch schnell ein paar Fackeln hin. So, das dahin und das dahin. Und dann machen wir schnell noch hier mal ein paar Fackeln. Sollten erstmal reichen. Den Rest Kohle hebe ich mir auf. Und eine Truhe baue ich mir auf jeden Fall. So, das so dahin, das dahin, das dahin. Das ist der Diamant und das Zeugs, dass ich das nicht mit rumschleppe. Das wäre nämlich schade, das zu verlieren. So, die Truhe, die kommt dahin. Und jetzt werden wir hier mal ein bisschen für Licht sorgen. Lichtel und Leuchtel. So, und dann da. Oh, das sieht ja sehr schön aus. Aber es fehlt was. Ein Fenster. Ist egal, ich beende jetzt die Folge. Danke fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, Daumen hoch, abonniert meinen Channel, falls ihr den noch nicht abonniert habt. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.